Ein anonymer Anruf aus Köln-Deutz führt bei Heidi Matera und Tom Meyer zu Spekulationen. Jetzt sind wir mal gespannt, wer das so anonym gemeldet hat. Ja, ich denke, oder es kann ja sein, dass vielleicht ein Nachbar möchte ja nicht erkannt werden, ne, damit es später keinen Ärger gibt und kein böses Blut. Ja. Weißt du, wie das ist, ne? So Nachbarschaften. Ja, aber trotzdem. Also ich würde da hingehen, mal kloppen und sagen, rascht mal so und so und so. Jetzt ist Ruhe im Karton. Ja, aber gut. Nicht jeder. Ich sind jeder so Seifenschnut, gell? Wenn alle nur so wären. Krawallschachtel. Ja. Du bist doch nicht alt. Danke. Vor Ort angekommen, treffen die Beamten auf einen jungen Mann. Er hat zwar nicht den Notruf gewählt, dennoch hat er Stress. Und zwar mit seinem Schwiegervater. Wo müssen wir denn rein? Einmal hier rechts, bei Mertens. Mertens, okay, Mertens. Aber laut war es ja jetzt nicht. Guten Tag. Wir wurden jetzt gerade verständigt von einem jungen Mann. Ja, mein Lebensgefährte. Ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen. Warum ist das so laut bei Ihnen? Ja. Dürfen wir kurz reinkommen? Und rein. Ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen. Sie sind die Frau Mertens? Ja, ich bin gerade. Okay. Ihr Sohn, der war am Fenster. Ja, der feiert seinen 18. Geburtstag. Und ich weiß selber nicht, was hier los ist. Meine Güte, man hat normal schon. Hallo. Was ist denn Hallo. Los? Ja, der Stiefel hat mir mein Diensthandy geklaut und meine Kreditkarten auch noch. Okay. Wer sind Sie? Ist das Ihr Mann? Das ist mein Lebensgefährte. Ihr Lebensgefährte. Ja. Wie ist Ihr Name, bitte? Mein Name ist Robert Steinke. Herr Steinke, wer hat Ihnen was gestohlen? Der Stiefel hat mir mein Diensthandy geklaut und meine Kreditkarten. Okay, alles klar. Treten Sie kurz zur Seite. Dann gehen Sie mir auf die Seite, dann wollen wir mal die anderen Was geht da ab? Mein Sohn, der hat heute Geburtstag, der feiert heute seinen 18. Geburtstag. Seinen 18., okay, genau. Schön. Und sind mehrere Leute jetzt drin? Er hat ein paar Freunde eingeladen. Wie gesagt, ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen. Ich war selber verwundert und weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Okay, dann beruhigen Sie erstmal Ihren Lebensgefährten und wir versuchen es. Das wird sich schon auf. Jetzt warte mal, wir gucken mal nach dem Rechten. Hier ist die Polizei. Machen Sie kurz mal die Tür auf. Dürfen wir reinkommen? Machen Sie doch mal kurz die Tür auf, dann können wir miteinander reden. Wir müssen ja nicht durch die Tür reden, oder? So. Hallo, wir wollten nur mal nach dem Rechten gucken, ob es Ihnen gut geht. Sie haben uns doch gerade draußen angehalten, ne? Sie sind das Geburtstagskind? Genau. Okay. So, was ist denn los? Aber ja, hier der Freund von meiner Mutter, der möchte. Hier riecht es ja ganz gut, hier fallen fast die Mücke von der Wand, ne? Wie sieht es hier denn aus? Riecht es auch, Tom? Hier riecht es sehr, sehr, sehr nach... Exotisch, ja. Haben wir was geraucht? Bisschen Nein. Spaß in den Backen gehabt? Nein. Riecht aber so. Was habt ihr gemacht? Habt ihr Drogen genommen? Das ist wahrscheinlich von meiner Kreditkarte noch gekauft. Das sind, wartest du doch mal jetzt. Jetzt ab. Hör doch, jetzt warte doch. So, also. Pizza kommen lassen? Leute, was geht denn? Okay. Die Pizza war gut. Okay, warum wir jetzt hier sind, ne? Der Herr hat draußen jetzt gegen die Tür geschlagen. Er behauptet, dass sein Diensthandy gestohlen worden ist. Und die Kreditkarten, die da drin befindlich waren? Wir waren hier Geburtstag am Feiern. Hast du ansonsten? Nein, also wir haben nichts davon mitbekommen. Überhaupt nicht? Nichts. Dazu können wir echt nichts sagen. Ich meine, ich muss gleich zur Arbeit. Ich muss den Wagen noch tanken. Und wenn der Diensthandy weg ist, was hat der Chef mir da erzählt? Das wirst du bestimmt irgendwie verlegt haben. Du verlegst auch das immer deine Sachen. Verlegt. Mit dem Diensthandy und mit meinem Kreditkarten bin ich auch verdammt vorsichtig. Ja, würde ich mal sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass guckst du mal. Ach, gucke da. Die war so ein Stück weit geöffnet und muss mal kurz noch so rein. Gerade noch einen reingefeuert. Ja, sieht wohl aus wie Marihuana. Kleiner Scheun. Und ihr habt das noch alle. Ja. Warte mal, wir regeln das jetzt erstmal und dann können wem Sie. Wem gehört das? Ja. Was? Ich kann nichts dazu sagen. Jeder war es, keiner will es gewesen sein, aber jeder hat geraucht. Ne? Das ist die Pizza, die riecht. Die Pizza ist, hat der Pizzalieferant drunter geschoben. Der hat es reingemacht, ja. Fröhliche Geburtstag, ne? Also, gibt's wir haben es auch erst jetzt gesehen. Ja. Kann echt nichts. Kommt, jetzt sagt, wer war das? Von wem ist der Scheiß? Ging aus Haus. Willst du mich jetzt verarschen? Von wem ist der Scheiß? Und der Geburtstag ist eine Sache und Betonungsmittel ist eine andere Sache. Ja. Also jetzt druckst du hier nicht rum, ihr kriegst eh raus, so oder so. Dass er was geraucht hat, ist klar. Mach mal kein Drama draus. Na? Okay, kann ja was gewesen sein. Ist hier noch mehr? Wer weiß? Hm? Wer weiß? Wer weiß? Ich glaube nicht. Also doch, wer weiß, wenn du so ein bisschen keck bist, natürlich dicke Backe machst, dann
Könnte ja wohl nervös oder so. Bist du schnell? Ja nicht. Hey, wieso sollten wir nervös sein? Wir waren es ja nicht. Ja, so könnte ja nicht nervös sein. Er sagt ja ganz und ruhig wem gehört das auch, jetzt? Oder? Wem gehört das jetzt? Kommt jetzt, macht ich nicht wissen, wer diese Scheiße hier in meine Bude geschleppt hat. Ja, wir wissen echt nichts davon. Ja, einer muss es doch gewesen sein. Gut. Was macht immer dein Sohn? Gut. Immer ich, ne? Lass meinen Sohn, was soll der? Er hat damit nichts zu tun. Ach nee, ich kann doch nicht vorstellen, dass er hier Drogen anschleppt. Wir nehmen das auf. Weil die, guck mal. Was da? Was hast du da? Das ist meine Handytasche. Ach, eine Handyhülle? In der Hülle stecken zwar die gesuchten Kreditkarten, allerdings fehlt das Handy. Dass es hier um wesentlich mehr geht, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Wir haben dann natürlich auch die Herrschaften hier vor Ort durchsucht. Wir haben nichts gefunden, also kein Betäubungsmittel mehr. Aber wir haben gewisse Utensilien gefunden, die darauf hinweisen, dass möglicherweise ja, der Joint von aus dieser Runde halt stammt. Aber das sind wirklich nur Hinweise. Und um die Wohnung jetzt wirklich durchsuchen zu können, das reicht einfach nicht. Okay, wir gehen so langsam Ausgang, ne? Ich würde sagen, ich finde, die Party ist jetzt hiermit auch beendet. Ihr packt eure Klamotten, ich möchte euch hier nicht mehr sehen. Na komm, nimm doch was. Tut mir leid, also ich habe... Mein Chef, der holt mich in... Der holt mich in ein Quadrat rein, der scheißt mich zusammen. Also, da sind auch 10 Nummern drauf. Okay. Von der Dame habe ich die Personalien. Ich brauche noch von dem jungen Mann hier, weil ja. Ich die Papers gefunden habe. Kommen Sie mal zu mir. Ich muss kurz mal hier. So, bitteschön. Danke, Harald. Hast du die Sachen? Ja. Vielen Dank. Für den tollen Geburtstag. Da würde ich das jetzt auch mal zügig auflösen. Sie, tut mir leid nochmal für deinen schönen 18. Geburtstag. Wegen des geringfügigen Konsums haben die Partygäste vermutlich keine Strafe zu erwarten. Ein paar Ratschläge hat Tom Meyer dennoch für das 18-jährige Geburtstagskind. Ich meine, du bist jetzt 18 Jahre alt geworden, aber ich sage lieber Sie. Sie sind jetzt 18 Jahre alt geworden, ne? Sie können auch am besten entscheiden, wer Ihre Freunde sind. Aber wenn die Freunde Sie in Schwierigkeiten bringen, sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob das die wahren Freunde sind. Ja, verstehe. Aber ist Ihre Sache, ich möchte mich da wirklich nicht einmischen. Wir werden ja gleich auch nochmal drüber reden. Ja. Sehr vernünftig. Tut mir nochmal leid. Gut, ist ja schon mal was. Und da liegt auch noch ein Geschenk, so. Oder? Da ist was neben die Mülltonne gefallen. Sieht aus wie ein Geburtstagsgeschenk noch, oder was? Von wem ist das? Mein Handy, ist das ich weiß Handy? Es. Das ich ist weiß Ihr Handy? Nicht. Wie kommt das denn dahin? Ja, da war mal so, du hast es mir gesagt. Nein. Ganz ruhig, mein Bub, jetzt. Ganz ruhig. Nehmen Sie es bitte auf. Vorsichtig. Ne? So, bleiben Sie mal drüber, wir klären das jetzt schon. Die SIM-Karte fehlt. Oh, tatsächlich, ja. Okay, aber SIM war ja drin, oder? War ja funktioniert. Die SIM, die war drin. Die war drin. Kannst du das kurz mal festhalten? Ja. Sehen Sie mal kurz zu, ne? Das war ein Angriff auf Ihren Sohn. Ja? Das ist eine Körperverletzung. Geben Sie mir einen Ausweis. Nicht das erste Mal. Okay, das ist nicht das erste Mal. Jetzt wollen wir dazu liegen. Ich bin doch kein Schläger. Ich bin echt fast. Geben Sie mir den Ausweis. Hier. Da ist was rausgefallen. Ah, was ist das denn? Ach, guck mal da. Ah. Das könnte doch. Siehst du? Ist das die SIM? Das könnte 100%ig. Ja, das ist die SIM. Die ist bei Ihnen jetzt eben rausgefahren. Hoppala. Wie kommt denn, sag mal, was ist eigentlich hier los? Kannst du mir das mal bitte erklären? Ja, komm, dann soll der. Der ist 18 Jahre, der kann doch langsam mal auf eigene Füße stehen. Der kann doch mal in der Wohngemeinschaft. Halt! Haben Sie das alles hier inszeniert? Ja, ich möchte dann der mal. Kannst du auf eigenen Füßen stehen? Ja, das ist auf eigene Füße. Meine Güte, du weißt doch, dass du mal eine große Liebe bist. Das ist mein Sohn. Du kannst doch nicht so eine Scheiße hier abholen. Also, mir fehlen echt die Worte. Was soll das? Ja, ich wollte mit dir alleine sein. Da haben sie aber einen Geschoss hier. Also. Um den Sohn seiner Lebensgefährtin in Misskredit zu bringen, hat der Mann seine Kreditkarten im Zimmer platziert und das Handy im Geschenkpapier deponiert. Dieser Plan ist nun allerdings ordentlich schiefgegangen. Ja, was jetzt der gute Mann gemacht hat, der Lebensgefährte, der wollte jetzt unbedingt den Sohn rauskicken aus der Wohnung und wollte mit seiner Freundin allein dort wohnen, wollte sie ganz für sich haben. Er war ja froh, im Schichtdienst eine Frau gefunden zu haben, die liebevoll und nett zu ihm ist, bla bla. Es war ein dicker Hund, unser Katz, sag ich einfach, was er da gerissen hat. Ne? Es war ein ganz perfider Plan und das macht man nicht. Und er müsste eigentlich auch wissen, dass eine Mutter
ne, halt im Mutterherz hat und dann einfach ihr Kind nicht so aufgibt. Und vor allen Dingen mit so einem miesen Plan. Also da hat er sich ganz schön verrechnet. Trauen Sie Ihren Lebensgefährten zu, dass er nochmal zu so einem Angriff neigt? Ich werde ihn jetzt rausschmeißen, das war's für mich. Das geht gar nicht. Ist schon, mit so einem Menschen möchte ich auch nicht zusammen sein. Ist das schon in der Vergangenheit auch geschehen? Also ich weiß, dass die beiden kein gutes Verhältnis haben. Das merke ich, ja. Ne, das ist mir schon aufgefallen, und, aber das geht gar nicht. Okay. Sollen wir noch vor Ort bleiben, bis das... Nein, das werden wir klären. Das werden wir jetzt unter uns klären. Er packt jetzt seine Sachen und dann ist das für mich jetzt auch hier. Wenn was ist, ne, dann einfach... Dann melde ich mich. Wunderbar. Dann würde ich Ihnen das jetzt geben. Ja. Können Sie ihn vielleicht auch noch zum Abschied geben? Und das hier draußen natürlich etwas in Ordnung bringen, ne? Wir werden jetzt aufräumen und das alles klären. Und, dann wünsche ich mir Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen. Danke. So